Ja, hallo zusammen. Hier in dem kurzen Video geht es darum, wie ich zum ersten Boss komme, also zum ersten Hauptmann, ohne zu viel kämpfen zu müssen. An den ersten beiden komme ich nicht vorbei, aber die kann ich mir relativ... So, halten. Die sind ja nicht besonders schwer. So, und anstatt jetzt den nächsten, der hier links kommt, zu attackieren, laufen wir vorbei. Der hat jetzt unser Feld aufgenommen, dann ist egal. Und wir können jetzt hier am Haus vorbeilaufen. So, in genügter Haltung können wir nämlich hier unter das Haus, wie vorher auch schon mal. Im Haus selber scheint nichts zu sein, habe ich schon mal geguckt. Und jetzt steht hier einer, den wir uns schnappen müssen. Da schleichen wir uns jetzt ran. Ja, jedes Mal, wenn der dann diesen roten Punkt kriegt, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich, dann kann man den attackieren. So, jetzt müssen wir hier auf das Mauerchen, aber aufpassen, nicht zu weit springen, sonst hat man nämlich, der war schon sehr knapp und hat ein großes Problem. So. Und jetzt muss man von hier aus da auf diesen Baum springen. Das ist gar nicht so einfach. Bisschen über und dann sollte das funktionieren. Ein Sprung und zack, ist man genau drauf. Ich bin auch schon ein paar Mal daneben gefallen, aber... Und deshalb rutsche ich also hier vorsichtig gehen und dann kann man jetzt sofort zum Boss. Und dann vielleicht natürlich den Kunden, das ist dann noch eine andere Sache. Nicht so bescheuert wie ich hier. Vielleicht mal der Rand jetzt. Eben nicht mehr heilen. Ich finde, den kann man unheimlich schwer verteidigen. Also, beziehungsweise verteidigen. Aber jetzt habt ihr gesehen, wie es geht. Das war's schon mit dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.